Hallo und willkommen zu Fallout 4. Heute werden wir herausfinden, was die stärkste Pistole ist. Und ich hoffe, ich habe sie hier drin. Ja, hier ist sie, der Erlöser. Dies aufgebessert, so gut es ging. 62 hat es so gesehen. Aber ich habe auch noch nicht die. Na, ich habe die größte Verbesserung, aber. Das ist auch nicht erstens nicht das Beste an der Waffe und zweitens. Man kann ganz einfach, ich bin auf Anfang, das heißt 20% mehr und man kann es dann bis doppelten Schaden machen, also 200%. Ja, und es gibt natürlich noch weitere Sachen. Die werden besser mit der Zeit. Keine Sorge. Also, was macht diese Waffe jetzt so toll, dass sie die beste im Spiel ist? So, es ist ganz einfach. Erstens, sie ist einfach zu bekommen. Wenn man auf der Karte guckt, ist es hier bei der Railroad. Ich habe die Railroad ausgelöst, also es ist nicht wirklich da. Auf jeden Fall, man kann sie hier finden, wenn man dann zur Railroad geht. Das Passwort ist Railroad. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie man Kleidung moddet. Da wird alles erklärt, aber es war die ganze Erklärung, die ihr braucht. So, wie ihr gesehen habt, der Schaden dieser Waffe ist nicht so toll, selbst wenn man sie so erstmal kriegt. Und wie siehst du sie? Sie ist voll gedämpft von Anfang an. Heißt das, dass es besser ist als eine andere Waffe? Meiner Meinung nach ja, weil dann kann ich das ganze Modden sparen. Aber da man sowieso von Tinker Tom kriegt und man ihn nur ansprechen muss und Mitglied der Railroad werden muss, was ich ja übrigens so gesehen nicht bin, weil man hat danach noch alle Entscheidungen. Das heißt, die geben einen eine der besten Waffen einfach so. Ja, es ist einfach. Man kriegt es einfach. Das Einzige, was man machen muss mit dieser Waffe, ist, man muss die aufwerten zum höchsten und man muss volle Ränge bei Pistolen da haben, weil sonst funktioniert das nicht. Aber es ist es wert. Das kann ich sagen. Wenn man einen Pistolencharakter ist oder einen Charakter, der einfach Pistolen benutzt, um irgendwie ein Stealth-Charakter zu sein oder so, der kann das benutzen, weil das ist die beste Wahl. Wir sehen uns dann, wenn wir Gegner haben, dann kann ich die andere Seite dieser Waffe. Ist jetzt bei der Dickicht-Ausgrabung in der Nähe von Sanctuary. Und ja, ich bin jetzt, um zu zeigen, was kann diese Waffe oder kann diese Waffe überhaupt etwas? Dafür müssen wir nur einen beliebigen Gegner finden. Wie zum Beispiel den hier. Aber der ist Müll, weil er nicht lebt. Das hat lang gedauert. Aber egal, diese Waffe wurde nicht dafür gemacht, um Sachen schnell zu erledigen. Zumindest bin ich das nicht. So. Ich hoffe, hier geht es überhaupt um Gegner, weil ich war hier eigentlich lange nicht mehr. Und ja, ich erwarte, dass hier. Aber da ist ein freundlicher Weichpanzermeierlord, der gefangen ist, glaube ich. Du sollst gefangen sein. Warum bist du nicht gefangen? Ich will auch keinen Weichpanzermeierlöffel, ich will einen normalen, wenn überhaupt. Geld. Ja, okay. Hier drinnen haben wir einen normalen Meierlöffel, der als feindlich sein würde. Nein, ist er nicht. Der ist genau hier. Hier. Ich kann so oft auf dich schießen, wie ich will. Es gibt keine Limits dabei, so gesehen. Ich habe ihn mit zwei Schuss erledigt mit dieser Waffe. Es ist ein Meyerlock. Ich habe zwar nicht auf dem Torso geschossen, aber trotzdem. Es ist extrem gut, wenn eine Waffe so etwas kann. Oh. Na, guck mal, wer da gerade reingerendert ist. So, da ich einen Bug habe, der immer 2000% Kopf macht, können wir dasselbe nochmal machen. So. Wir haben gerade einen legendären Raider ausgelöscht. Wir haben ihn nicht mal eine Chance gelassen, weil wir ihn wert waren.
und da wird deine Verteidigung erhöht. Heißt das, du hast so gesehen noch einen Verteidigungsbonus, bist so gesehen unbesiegbar und kannst so oft auf einen Gegner schießen, wie du willst. Das lässt sich auf jeden Gegner machen. Selbst wenn du absolut 0% Chance hast, könntest du so gesehen noch treffen. Bingo. So, und ja, so könnt ihr Geld machen. Ja. Diese Waffe ist die stärkste Pistole aus diesen Gründen. Ich habe keine Ahnung, wie stark sie im Endgame ist, also alleine von Schaden. Aber es ist hoch genug, wenn ich 500 Mal auf einen schießen kann und der noch lebt, dann sage ich, ja so, dann mache ich es halt nochmal, weil alles AP. Wenn man hier drauf guckt, bis hin zu doppelten Schaden, das was ich gerade habe, ist glaube ich um die 50 rum. Das heißt, das wären so, da ich schon 20% habe, ist das dann noch 80% mehr. Ja. Und das würde heißen, wir wären dann so vielleicht um die 100, 110. Und dazu gibt es ja noch Perks, die, ja, hier zum Beispiel Aktionspunkte regenerieren sich 25 oder 50% schneller. Das würde heißen, man könnte so gesehen dauerhaft Feuer invets machen. Das wäre eine der Perks. Oder man kombiniert es einfach mit irgendwas anderem. Ich habe keine Ahnung mit was, aber man kann es. Man kann es auch mit, medikamentenresistent machen und man sollte nicht immun gegen Drogen sein. Was hilft, wenn man dann irgendwie doch noch irgendwas braucht wie Schaden oder so, kann man das nehmen und dann mit dem Erlöser schießen. Man kann es mit allem kombinieren eigentlich, weil alles irgendwie hilft. Und das einzige, was das Problem dieser Waffe ist, ist, dass es ist zu stark, wenn man ein Pistolencharakter ist und man hat keine Herausforderung mehr im Spiel. Ich meine, ihr habt gerade den. Ich könnte es beim Supermutant machen. Es hätte keinen Unterschied. 62 Schaden habe ich. Und ich habe 20% mehr. Das heißt, wenn ich. Man kann nämlich so schnell schießen, hat man dann noch Action Boy. Da ist ja noch die verbesserte Treffersorte im Wert mit 25% niedrigeren Aktionspunkten. Heißt das, man könnte Dauerfeuer machen. Könnte einfach so, das ist einfach so durch. Die ganze Zeit über. Und das ist das Problem dieser Waffe. Das Spiel ist keine Herausforderung mehr, wenn man die hat. Man kriegt sie auch nicht Endgame, man kann direkt dahin gehen, das Zeichenlösung und mit Tinker Tom reden. Aber das war's auch mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß mit dieser Waffe. Bumm.